Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video heute. Heute sehen wir uns mal nämlich ein paar Horrorspiele aus, die dieses Jahr rauskommen und oder rauskommen sollen oder sich zumindest in Entwicklung befinden. Und nicht irgendwelche Horrorspiele, sondern welche mit der neuen Unreal Engine 5, die alles ultra realistisch aussehen lässt, ultra geil. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, wenn ihr irgendwie videospielmäßig oder grafikmäßig bisschen bewandelt seid. Unreal Engine 5 ist schon, glaube ich, jetzt schon länger raus und es sieht, das ist schon geil. Die Engine ist schon geil. Und ja, da sehen wir uns heute mal ein paar Horrorspiele raus. Ich habe das Video, gestern wurde es mir empfohlen. Ich habe mir gedacht, ey, komm, das guckst du dir auf YouTube an. Von der Wein gesagt, wir schauen auf 4K. Und ja, ich nehme es in 1080p auf. Sprich, wenn ihr euch mein Gelaber dazu nicht anhören wollt, Originalvideo ist wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Wir sehen es uns heute mal an und ich werde ein bisschen meinen Senf dazugeben. Es wird so, quasi so ein bisschen wie das Allison Road, was wir uns damals mal angesehen haben. Okay, let's go. Es sieht schon gut aus. Oh ja, oh meine Fresse, okay. Ich wollte schon sagen, mit diesem Flimmer-Effekt. Und das sieht halt mittlerweile echt so aus, als wäre es einfach auf. Das ist ein Geschirr. Das ist eine PT-Anspielung, ich schwöre. Alter. Es sieht halt echt einfach wie fucking abgefilmt aus. Dann noch im Dunkeln, Alter. Wie heißt das? XP War Trauma. Okay, das sah heftig aus. Das kommt dieses Jahr? Geil. Aber ja, sowas kann die Unreal Engine 5. Was haben wir hier? So heißt übrigens der Kanal Infant Terrible oder wie der jetzt hieß. What's this? Ich habe beispielsweise keine Ahnung, was dieses Jahr noch rauskommt. Horror Reimagined. Oh, Horror neu gedacht, okay. Okay, das gekrönte Werk der Serie. Eine neue Story. Ist das Lies of Fear? Das ist Lies of Fear, oder? Und muss ich auch irgendwann zu Ende spielen. Ist das Lies of Fear? Ja, ich habe gehört, da soll irgendwie ein neues Game rauskommen. Oder ein Remake vom ersten Teil. Lies of Fear. Ja, wie es aussieht. Geil. Ultra geil. Wir gehen am Ende nochmal alles durch. Ich werde das erstmal nicht mehr pausieren. Bitte lasst jetzt nichts aus der Tür hinter uns rauskommen. Bitte, das wäre guter Horror, wenn jetzt nichts rauskommt. Ist das irgendein altes, ein altes Gefängnis irgendwie, wo wir hier drin sind? Hier nicht alleine. Ja,
What the fuck war das? Was? Pulse Strix. Okay, wir sind sonst. Teddy! Come here, boy! Slender? Slender in guter Grafik? Teddy! Teddy, come on now! Teddy, for fuck's sake! Ich hätte es gedacht, Slender. Was ist das? What the fuck? Ja, ich weiß nicht. Die Grafik war geil. Okay, auf Steam, nice. Tricks-Werbung, ey, fick dich doch. Konami. Oh, oh, okay, das kennen wir. Das eben, das war dreimal das Monster gezeigt. Zweimal zu viel. Ich weiß nicht, obwohl die Grafik von dem eben geil aussah. Oh, darauf freue ich mich auch so sehr. Ich werde jetzt meine Hand angucken, das ist schärfer. But it's all over now. I don't need you anymore. Maria. Okay, ja, das hatten wir uns ja schon mal gesehen. Okay, ich habe ganz vergessen, dass das kommt. Was ist das? Das ist ja Silent Hill, freue ich mich sehr drauf. Wird wahrscheinlich so letztes Drittel des Jahres kommen. Wait, let me try the receiver. Let there be light. Oh, was ist das? Jetzt wieder so ein Weltraum Cyber Horror Game? Good. There's one more left. Oder ein Multiplayer Spiel. Okay, das ist das erste Game, wo ich jetzt mal sage, nee, sieht nicht so sick aus. Yo, man, I think I found something. The passcode to Sector B, 1673. Nice job, Nick. God dang it, Dreckswerbung. Bla 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 bla, ich kann es nicht überspringen, mir egal. Ich werde nicht sponsert für die Scheiße, aber ich kann es nicht überspringen, wie ihr sehen könnt.
Und so sitze ich also wieder hier und übe 4 Stunden Klavier. Halt die Fresse. Ich spiel doch alleine. Okay, Multiplayer-Horror. David, what's going on there? Ich hab kein YouTube Premium, falls es euch verwundert hat. Damn. Oh, Scheiße. Shit. Shit. We have to restore the power now. Grab the car to Sector C. Got it. Okay. I'll see you at the gate. Okay, was ist hier? So ein bisschen Among Us von nur in ne, besserer Grafik oder was? Oh, shit. Das wäre eine awesome Idee. What the fuck ist das? David, I found the repair kit, but you need to hurry up. I'm almost there. Sean, be careful. They're coming from your direction. Shit, David. I hear them. David, I need your help. Hold on just a little longer. I'm opening the gates. Attention. Crystal overload. Backup power failure. Oh, shit! Ah! Level 0. Das hat ja schon ein bisschen Alien-Vibes. I can't believe what I saw. Was ist das? Dead Space, die dritte, Alter. Solace. Everything okay in there? Das ist Fort. Ja, das ist Fort Solis. Das kenne ich. Hatten die schon auf der Gamescom präsentiert? Fort Solis, das sah wirklich gut aus. Was ist das für eine Scheiße? What? Es kotzt einfach an. So. Okay, Cyberhorror ist wohl wieder im Flair, wie es scheint. Routine. Das Ding sah aus wie ein hat mich an Animatronic erinnert, Alter.
Das ist natürlich nur für die neuesten Systeme. Nochmal Konami. Ach so, okay. In this okay. case, why are you here? Here to be punished. Das neue Silent Hill. Annapurna Interactive. That's good, I like it. You know what, I think you're right. I mean, we've done something so awful. We are stuck here in this place, being judged by these people. But for you, I think it's more than that. I think you're here for some other reason. And I don't want to be anywhere near you when you figure that out. Silent Hill Townfall. Okay. Auch interesting. Und was ist das? Das sah aus wie ein Oldschool-Horror. Okay. Okay, was auch immer das war, diese alten Kamerawinkel plus die gute Grafik, es hat funktioniert. Okay, ist das das letzte oder ist das nochmal von, das nochmal von Konami? Ja, wie das wird, das interessiert mich am meisten. Scheiß auf das Remake vom zweiten Teil. Leck mich doch. Wofür stehen wir? Also dann, Kleiner, festhalten. The Mandalorian. Ich schneide das euch nicht mal raus, weil ich einfach zu faul bin. Aber ja, ihr habt's gesehen. Das ist jetzt aus Silent Hill geworden. Japano-Version. Dass ich nicht so der Kack überspringen kann. Ja, fick dich, Lidl. Bla bla bla. Silent Hill F. Ja, das wird geil. And I think that is the part of hell that a person in depression really takes. Das haben wir ja das Pixel Game genannt, was wir gespielt haben. First Winter.
Luthor. Okay. Das Ding erwacht doch safe zum Leben. Hey, can you talk? Aber hey, schaut mal aus dem Fenster. Auch draußen ist Tapete. The Shivers. Wishlist now on Steam. Something seems off. Okay, das letzte, das war nicht so überzeugend. Das Schiff, was ich weiß nicht. Entities all over the country. A djinn at the Fairville Gold Mine. A Hantu at Dreamer's Diner. A succubus at the Paradise Motel. And even a Wendigo at Crystal Lake National Forest. But this entity, this demon, is by far the worst I've encountered. If you're hearing this, get out. Ich habe im Gedanken noch an den Schatten gedacht, den ich hinten gesehen habe. The Hauntings. Okay, wir sind durch. Ja, abonniert mal den Channel Infant Terrible. Ja, okay. Oh, heula, die Waldfee. Ja, März. Ach ja, Resident Evil. Ja, gut. Okay. Mein Hals. Erkältung. Ich nehme nur mit Erkältung auf, wie sich's gehört. Schauen wir nochmal durch. Ich habe ja zu einigen jetzt schon meine Meinung gesagt und mit reingelabert. Jetzt kommt der Teil, wo ihr ausmachen könnt. Tschüss, guckt weiter Pornos oder guckt euch das Originalvideo an. Und jetzt gebe ich mein Gelaber dazu ab. So war das hier. Das war Trauma. Das fand ich so geil. Ich weiß nicht, das war... Ey, noch die Grafik, wenn wir jetzt mal... Ach bitte, ich muss mir nicht wieder Werbung angucken, oder? Auch in der Nacht, wie das hier aussah. Aber War Trauma, weil das ist irgend, ja, wie der Name schon sagt, halt ein Kriegsshit oder was. Das ist so ein bisschen wie die Resident Evil 7 Küche am Anfang. Aber das ist schon fast fotorealistisch. Das ist so fucking geil. Also dafür interessiere ich mich am meisten. Jedenfalls so simpel eingerichtet ist die Wohnung. Okay, was haben wir als nächstes? Lea Sophia? Ja, gut. Ich finde meiner Meinung nach selbst das Alte. Okay, das alte Lea Sophia noch spielbar. Wie heißt das hier? Steam? Epic Games Store? Ah, es macht eine Koop mit Epic Games? Finde ich nicht gut. PS5, Xbox. Ja, okay. Alle neuen Konsolen, auch keine alten, werden unterstützt, weil mittlerweile sterben die alten aus. Juckt mich nicht, weil ich liebe meine PS4 und meine Xbox. So, was haben wir hier? Project A-I-L-A. Ayla. Ja, das war ja irgendwie so absolut nichts sagen. Können wir am Ende noch sehen, was das für ein Vieh war? Was einen so weggestoßen hat? Ja, irgendein Schatten. Okay, da sind wir wieder. Das muss ich jetzt rausschneiden. Ich will natürlich nicht, dass ihr meinen ganzen Scheiß seht. Ne? Okay, dann kommen wir zu dem Trailer. Gut, ich lasse jetzt einfach alle nochmal ein bisschen durchlaufen und ich laber ein bisschen drüber, außer wenn was Uninteressantes ist. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Das könnte genauso gut Blair Witch sein, aber da hatten wir ja vor 2-3 Jahren ein Horror-Game und das war... Auch von den Lea Sophia-Machern vom Blue Ball Team.
Aber wie konzentrieren die sich da drauf? Die müssen ja gerade dieses Remake vom ersten Teil von Last of 4 machen und entwickeln den. Okay, das ist nicht schlecht. Ja, aber auch hier. Der VHS-Style hat was, aber das ist auch so ein Horror-Game, das ist auch so, ja, in 45 Minuten hast du es durchgekaut, oder ich weiß nicht, eine halbe Stunde. Ich sagen wollte, die Last of 4 machen müssen sich auf das Silent Hill 2 Remake konzentrieren. Oder haben die dafür ein anderes Entwicklerteam, so wie es auch mit Last of 4 2 und Blair Witch damals war. Da gab es ja, glaube ich, auch zwei Teams. Silent Hill 2 Remake, das wird großartig. Also, es wird nicht ans, die Qualität vom machen wir hier. Oh, hier mit der Pyramid Head vom Original heranreichen. Natürlich, das ist absolut klar. Internet, hast du es mal? Was natürlich schon ultra geil aussieht. Also für alle, die es noch nicht gespielt haben, auch das Original noch nicht, gönn dir, Alter, gönn dir das hier. Also auf der Wunschliste kannst du es packen, aber wie es natürlich so ist, wir wissen noch nicht, wann es rauskommt. So, was haben wir als nächstes? Level Zero, ja, das ist. Ich weiß nicht. Hat mich auch am wenigsten gecatcht. Ich finde die Grafik nicht so wirklich geil. Du hast zwar am Ende, wir können mal kurz zoomen, wenn wir das Monster sehen. Mal kurz anhalten. Wäre das Among Us mit besserer Grafik quasi hier so aus der Ansicht alles? First Person. Gute Idee. Warte, warte. Fuck! Scheiße. Ja, okay, es ist irgendein Wendigo-Höhlen-Irgendwas-Vieh-Monster. Und ja, Licht verletzt sie halt. Das ist halt auch nichts so Besonderes. Fort Solis, wie gesagt, also wie gezeigt. Ich hab mal mit den Entwicklern und den Publishern da auf der Gamescom geredet, wie auch immer, die das Spiel da vertreten haben. Sieht geil aus, ultra nice. Das soll ein bisschen, also es ist ein story-fokussiertes Spiel. Natürlich auch mit Gameplay und alles, und halt Cyber-Horror, wie jetzt hier anscheinend alles passt. Dieses Jahr wird es, ist das Spiel des Weltraumhorrors. Ich glaube, da gibt es auch einen Begriff für, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Ist es nicht Cyberpunk-Horror? Nee. Weltraum-Horror-Spiele, fertig. Fuck it. Level Zero, ja, okay. Fort Solis, was haben wir noch? Routine? Das sah interessant aus mit den Robos, aber ich schätze mal einfach ein normales Horror. Ach du Scheiße, Horror-Game mit Chase-Sequenzen. Catcht mich jetzt persönlich nicht so. Aber die Rolltreppe werdet ihr eventuell bald wiedererkennen. So eine Rolltreppe in einem meiner nächsten Videos. Haha. Silent Hill Townfall haben wir uns auch schon mal angesehen. Wenn ihr meine komplette Meinung dazu sehen wollt, schaut euch vom letzten Jahr Oktober. Da habe ich einen halben Tag, nachdem die neuen Silent Hill Trailer raus waren, habe ich darauf reacted, weil ich da nämlich am Tag davor noch campen war und ich es sehr bereut habe. Und am nächsten Tag haben alle das Video doch keine Aufmerksamkeit bekommen. Aber wenn ihr meine ehrliche Meinung wollt, dann seht euch das auf jeden Fall mal an. Deswegen überspringen wir das jetzt mal. Posttrauma, da können wir noch mal durchgucken, weil das sah wirklich gut aus. Ich mag, vor allem, wir haben einen fetten Hauptcharakter. Ich kann mich mit dem identifizieren. Und er hat lange Haare und einen Bart. Ja. Mit so einem Tape-Recorder und Rätsel. Erinnert mich ein bisschen wie in Detention. Ganz moderne Grafik, gemischt mit einem Silent Hill. Das erinnert mich so an Little Nightmares 2. Ja, okay. Ja, aber er scheint auch irgendwas zu verarbeiten. Ob es ein Kampfsystem im Spiel gibt? Sah auch so aus, als müssten wir wahrscheinlich ein bisschen kämpfen. Was war das? Wait a second. Boah, irgendwie mit ultra langen Armen. Silent Hill F, ja. Ja.
Luto. Wo ich, by the way, davon geredet habe, von First Winter Pixel Horror Game. Was wäre denn, wenn du alte Pixel Horror Games, zum Beispiel The First Winter oder, wie hieß es? Seven Days oder so, oder White Day, wenn du das alles mal als Unreal Engine fucking ultra gute First Person Games machen würdest. Ja, die Spiele, also, das sind Pixel Horror Games. Und der Großteil des Horrors kommt durch den Pixel-Stil. Aber wenn du mal versuchen würdest, die mal so neu zu machen, mich würde mal interessieren, wie das wäre. So ein I'm Scared oder Seven Days mit super realistischer Grafik. So eine halbe bis eine Dreiviertelstunde. Wäre nicht zu viel Aufwand. Fucking do it, Alter. Mir gefällt das. Ich habe vor, glaube ich, nicht langer Zeit mal eine Demo davon gesehen. Kann das sein? Schau nicht an. Da stand da so ein Stare at me. Das fand ich auch gut, weil du ja offensichtlich siehst, dass sich darunter eine menschliche Gestalt bewegt, aber dann, wenn es sich aufstellt, ist es halt doch wieder wie so eine Statue oder wie so ein Aufsteller. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist auch interessant. By the way, checkt halt bei jedem Spiel, wenn es euch interessiert, mal die Pages aus und schaut mal, ob ihr die Entwickler noch irgendwie unterstützen könnt. Ich sage sowieso, 3 oder 4 von den Spielen, die wir hier im Video zu sehen kriegen, werden gecancelt. Das fand ich uninteressant und scheiße, weil zu viel Monster, zu viel offensichtlich, weiß nicht. Sieht ein bisschen aus wie das bessere Phasmophobia und das letzte war The Hauntings. Ah, da kann ich mal auf den Schatten eingehen, den ich eben gesehen hatte, wo der Ballon kam. Ja, fuck, Alter. Da hinten, Dude. Jeder konzentriert sich noch auf den Ballon und sieht das Scheiß wieder hinten nicht, oder was? Ist okay. Ist okay. Okay, also das war Trauma, ja. Das Projekt Isla, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Silent Hill 2 Remake auf jeden Fall. Also nein. Forza ist ja. Interessiert. Routine? Nee, eher nicht so. Silent Hill Towerfall? Ja. Post-Trauma? Ja, auf jeden Fall. Silent Hill F. Wird bescheiden ankommen. Die werden nicht 3 Silent Hill-Teile in einem Jahr releasen. Das wird Konami nicht machen. Das wissen wir jetzt schon. Vor allem, weil wir von keinem Silent Hill-Teil bisher Gameplay gesehen haben. Und das ist 5 Monate her, dass wir den letzten Trailer bekommen haben. The Shivers, nein. Das letzte, The Hauntings. The Hauntings auch nicht wirklich. Gut, das wär's erstmal. Ich habe genug meinen Senf dazu gegeben. Schaut bei dem Channel. Hier, bei dem Channel mit rein. Der hat die Liste anscheinend erstellt. Und ja, das war meine Meinung. Bis zum nächsten Mal. Ich habe, by the way, die Resonanz auf das Project Zero gesehen. Also, wir werden es als großes Projekt machen. Ja, nach irgendwie 2 Tagen über 40 Aufrufe. Oder nach 3 Tagen über 40 Aufrufe. Fucking yeah. Endlich wieder Project Zero. Ah, oh, wieder 40 Parts durchqueren. Ihr seid doch asozial. Ciao, bis zum nächsten Mal.